So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir gehen heute auch wie letztes Jahr wieder rein in die Reactions von Seven vs. Wild. Dieses Jahr crasht Staffel 4. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschaut. Ich habe natürlich auf TikTok auch schon mitbekommen, dass es irgendwelche Spannungen gibt. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, zwischen wem. Ich habe irgendwas von Joey Kelly, diesem Vogel oder so, was man in den Behind the Scenes gesehen hat. Die Behind the Scenes habe ich mir nämlich angeguckt. Das heißt, ich weiß, wo es hingeht. Und ja, und diesem Stefan Survival, irgendjemand von Survival, ne? Kannte ich alle nicht, außer Joey Kelly natürlich, von den drei. Keine Ahnung, das war nur das, was wir auf TikTok gesehen haben, keine Ahnung, ob es stimmt. Aber da habe ich öfters mal Videos angezeigt bekommen. Das heißt, mehr weiß ich nicht. Ich habe mir extra nichts angeguckt, damit ich komplett bei Null mit euch reacten kann. Letztes Jahr habe ich nämlich erst die Videos auf Amazon geschaut und das fand ich nicht so geil dann im Nachhinein. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich gucke es mit euch zusammen und dann Abfahrt. So, jetzt geht's hier los. Okay. Ich meine, man weiß ja, dass das Thema Crash ist so mäßig schon. Ja, ich hoffe, das passt fast von der Lautstärke her. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das passt. Ja, okay. Also, muss ich aber sagen, das sieht schon schlecht animiert aus so. Aber auf der anderen Seite sind wir hier auf einer, in dem Sinn, YouTube-Produktion. Also kann man, dafür sieht es schon gut aus, sage ich mal, ne? Also, wenn man sich so überlegt, das eigentlich ursprünglich ein YouTube-Format ist, was eigentlich immer noch verrückt ist, wenn man sich überlegt, wo das Ganze jetzt hingeht, ne? Aber cool gemacht, trotzdem cooles Intro eigentlich, ne? Bin mal gespannt. Ey, ich bin so gehypt, ohne Witz, ich hab so Bock drauf. Hab mich so lange schon drauf gefreut, seitdem das bekannt war. Man hat aber auch, also, die haben. Boah, erstmal, boah, wenn das da ist, ne? Geisteskrank, sage ich direkt. Das ist einfach Eis. Also, Junge, die haben einfach Schnee dieses Jahr. Also, was geht denn ab? Ich dachte immer, bei Neuseeland ist so. Junge, ich weiß nur, dass Adesanya da wohnt, also Israel Adesanya. Und immer wenn der irgendwelche Videos postet, ist voll das geile Wetter. Ich habe gar nicht gecheckt, dass die auch Schnee und so haben. Boah, guck mal, hier ist also entspannt, denke ich, weil viel Sonne ist. Und da ist einfach. Junge, warum ist da. Ich check nicht, hä? Der Fluss grenzt das einfach perfekt ab. Warum ist hier warm? Also kein Eis, nur da oben. Warum ist hier Eis? Ich check's jetzt schon nicht. Das triggert mich. Warum ist das so smooth, dass der scheiß Fluss das abteilt? Lindispass, Neuseeland. Boah, ist das ranzig. Vor allem, Junge, jeder hat bestimmt schon mal früher Schneebälle gemacht, einen Schneeball gemacht, ohne die Handschuhe aus. Mit. Jeder hat bestimmt schon mal einen Schneeball früher gemacht, ohne Handschuhe und weiß, wie scheiße die Finger danach brennen, wenn du einfach mal ohne Handschuhe im Eis, sag ich mal, im Schnee drinne warst. Irgendwie wollen die, Junge, wenn die da ausgesetzt werden, keine Ahnung, wie die da 14 Tage chillen. Oha, Junge, das Flugzeug. Es liegt halt wirklich im Eis, das ist gottlos, sag ich. Junge, das ist respektlos. Ich meine, im Prinzip, die können sich ja eh entscheiden, wo sie hingehen, so. Aber der Startpunkt ist auf jeden Fall mal bei Eis und Schnee. Das ist crazy. Das heißt ja aber auch, dass der Boden dann eigentlich gefroren ist, ne? Oh. Hey, ich habe gerade gedacht, in der ersten Frequenz, dass die nicht sehen, wo es hingeht. Also, dass die quasi die Landschaft nicht sehen. Aber eigentlich sieht das doch durchsichtig aus, oder? Also, man sieht ja hier die Augenbraue eigentlich von Julia Putix. Finde ich übrigens auch coole Teilnehmerin eigentlich für Seven vs. Wild. Ich check nicht, sind die jetzt. Sehen die was oder sehen die nichts? Ja, okay, ich glaube, die sehen was eigentlich. Also, ich glaube, das ist einfach nur Windschutz. Ich glaube, das ist einfach gefroren von der Kälte dann wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Eigentlich hätten die was gesehen. Plot Twist, jetzt stürzt der Helikopter.
Ah, okay, nein, Fritz ist da. Was machen wir hier? Er ist wieder voll hyped. Ja. Ja, wir drehen halt ein neues YouTube-Video, Leute. Was ist das? Oh, Tiere. Da hat man auch nicht jede Staffel gesehen, ne? Okay. Ich finde das schade. Also, was heißt schade? Dass. Ich weiß noch, am Anfang, wo Samuel S. Wilde rauskam, war so immer diese Fantasie, ja, oh mein, vielleicht kann man ja jagen, ne? Wo die noch 7 Gegenstände hatten, so Staffel 1. Wo welche überlegt haben, dass sie keine Ahnung was mitnehmen, irgendwas, wo die sich was zum Jagen bauen können und pipapo. Das ist dann übergegangen in, oh, nehme ich mir was zum Fischen mit, gerade für Staffel 2 auch und hier und pipapo und weiß noch die ganze Knossi, wie das mit Bier, oh mein Gott, und Barracuda und was ich. Aber so Jagen wird auch gar kein Thema mehr, leider, ne? Ich meine, das hat ja auch, keine Ahnung, letzte Staffel hat das ja auch gar nicht hergegeben, ne? Aber, sowas finde ich auch immer noch geil. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt Gegenstände mitnehmen durften. Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt in dem Behind the Scenes, aber ich glaube sogar nicht. Also ich glaube, die durften sich nur anziehen. Oder nur anziehen, was sie wollen. Okay. Immerhin, hey, das Flugzeug war doch gerade auf einer Eisfläche gelegen, oder bin ich blöd? Hm. Aber das ist doch eingebildet. Aber das war doch gerade auf Eis gelegen. Oh Gott, Alter, ich kack mir in die Hose wirklich. Ich will jetzt was sehen. Na, guck mal, die sieht gar nichts anscheinend wirklich. Junge, ich schwör ja. Der freut sich auch gerade richtig, weil er sieht, wie die jetzt ausgesetzt werden. Und er diesmal nicht dabei ist. Wo wir jetzt gleich hier sind. Ja, okay, ein bisschen müssen die aber doch schon durchsehen. Oha, Junge, Gänsehaut gerade. Hey, Uwe, siehst du schon was? Ich geh grad raus, Digga. Ja, siehst du was? Digga. Ich seh gar nichts, Digga. Ach was. Da ist ein Flugzeug abgestürzt da vorne. Flugzeug. Nö, ne, ich freue mich richtig auf Flying Uwe in der Staffel. Ich bin echt gespannt. Also, kurzer Ding von mir. Also, meistens habe ich mich gefreut in der Staffel auf Flying Uwe. Hugo bin ich so neutral, aber feiere ich eher nicht so. Diese Selfie-Sandra habe ich gar nicht verfolgt. Die Julia Plutix kenne ich so von früher noch, wo ich auch so. Keine Ahnung, 15, 16 war oder so. Und dann, ne, hat man auch ab und zu ein paar Videos von der gesehen. Die Survival-Leute kenne ich gar nicht. Ja. Wer ist noch dabei? Joey Kelly kenne ich. Ja, ich kenne die vier eigentlich. Joey Kelly, Hugo. Ne, drei eigentlich noch. Joey Kelly, Hugo, Julia Putix. Also auch ein Flying Uwe. Vier Leute kenne ich. Auf Flying Uwe habe ich mich eigentlich am meisten gefreut, wie der sich schlägt. Weil ich gedacht habe, der entweder mit der richtigen Maschine in der Staffel oder der kackt komplett ab. Guck ihn dir an, da ist der gute Fritz, da steht er stramm und gerade, Alter. Ach du Scheiße, hier Schnee? Was hat die an ihrer Lippe? Herzlich willkommen bei Seven Girls Wide Staffel 4. Ihr seht, ihr befindet euch aktuell in Neuseeland. Wir haben uns diesmal etwas anderes überlegt, ein Szenario. Geil gemacht, ich schwör, sieht aber geil aus. Ne? Szenario, da seid ihr als Gruppe hier ausgesetzt und abgestürzt. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass ihr irgendwie zusammenbleiben müsst. Das ist alles eure freie Entscheidung. Ihr könnt als Gruppe zusammenbleiben, ihr könnt euch teilen, ihr könnt wieder zusammenfinden. Auch geil. Machen. Das ist keine Sache, wo wir euch irgendwie reinreden wollen. Es sind harte Bedingungen. So viel kann ich sagen, aber denkt bitte bei jedem Schritt, den ihr geht, daran, ich kann dass mir ihr vorstellen, übernimmt. Und wenn ihr als Gruppe zusammen seid. Ich kann mir vorstellen, dass Hugo alleine loszieht für Content, dass er das Ding so alleine durchziehen will, weil er auf ein paar Platte im Gespräch war und so vor Staffel 3, als die nominiert wurden. Ich kann mir vorstellen, dass der so ein eigenes Ding machen will. Ich kann mir vorstellen, dass die Survival-Leute
ihr eigenes Ding machen. Aber ich sag dir, was ist, also das Schlauste wäre eigentlich, wenn die zumindest mal, weil, boah, bei dem Wetter ist schon kacke, ne? Ich weiß nicht, was, ob die in den Koffern da Gegenstände noch drin haben, wo die gestellt bekommen haben quasi, weil ich glaube, die haben nichts eigenes mitgenommen. Und jeder hat auch sein, was ist das, sein Medikit, ne? Hier, wenn ich mir, ja, jetzt ist weg, verkackt. Wenn ich mir das Kreuz angucke. Nebenmann oder die Nebenfrau. Ich weiß es. Also, ihr könnt mit allem arbeiten, was ihr habt und was ihr könnt. Ah, das ist geil, das ist geil. Ich mache einmal kurz durch und dann kommen wir kurz zu einer Fragerunde, weil ich denke, viele Sachen. Flugzeug kann man bestimmt gut benutzen für. Vielleicht maybe reinhocken, wenn du das irgendwie mit Holz zubauen kannst oder so. Zum auch geil. Zum ersten Mal werde ich in dieser Staffel nicht mit ausgesetzt, sondern übernehme die Rolle des Herausforderers. In meiner neuen Funktion habe ich mit meinem Team das Szenario eines Flugzeugabsturzes entworfen. Das finde ich immer noch die cool, ja. Die Teilnehmer der Staffel 4 werden hier in den Tagen von der Szene. Ich muss mal sagen, sorry. Dieses ganze Flugzeugabsturz-Thema, ne, als ich das mitbekommen habe, hat es mich so gepackt, weil ich habe erst, das erste, an was ich gedacht habe, war Lost. Zwei, dann was ich gedacht habe, war The Forest. Ich schwöre es euch, Forest, ich wollte mir früher als 16-Jähriger so viel Geld ansparen, bis ich mir einen PC kaufen kann. Nur weil ich mir immer diese Let's Plays von, keine Ahnung, Kronk war das, glaube ich, ich weiß, Ranzratte und noch irgendjemand gesehen hatte auf YouTube mit The Forest und so. Und es hat so Bock gemacht und ich wollte es unbedingt selber spielen. Und irgendwann kam es dann für die Playstation raus und ich habe dieses Spiel, oh mein Gott, habe ich das genossen. Ich habe es bestimmt 3, 4, 5 Mal durchgespielt. Mit Story in allem. Es war so geil. Das 2 habe ich noch nicht gespielt, weil ich will es erst spielen, wenn es nicht mehr in der Early Access Alpha oder sowas ist. Ja. Und da freue ich mich aber auch schon geistkrank drauf. Und ja, ansonsten, vielleicht fühlt das ja übrigens einer. Weil, also Forest war immer Liebe. Und Lost war die erste Serie, die ich in meinem ganzen Leben geguckt habe. Ich weiß noch, früher Realschule. Wann ging die los? 8 Uhr. Ich musste 7.12 Uhr, glaube ich, den Bus nehmen. Und ich bin extra 5 Uhr aufgestanden, dass ich, oder 5 Uhr irgendwas, dass ich 6 bis 7 Uhr noch eine Folge Lost gucken kann. Vor der Schule habe ich immer noch eine Folge geguckt. Ich schwör's dir, ich habe das so durchgesuchtet. Ich glaube, ich habe komplett Lost in einem Monat geguckt. Boah, ich sag's euch, ich habe das so gefühlt. Das war so geil früher. Elend als Gruppe ausgesetzt und müssen 14 Tage ums Überleben kämpfen. Dabei ist es ihnen freigestellt, ob sie die Zeit gemeinsam in kleinen Gruppen. Ja, komm, gemeinsam ist schon das Schlauste, ja. Anders als zumindest in den anderen Staffeln haben die Teilnehmer im Vorfeld als einzige Information eine zu erwartende Temperaturspanne erhalten und durften sich dementsprechend kleiden. Minus 20 Grad, Junge, nie im Leben, Junge, die verrecken doch dann. Noch die Gegebenheiten, haben keine Gegenstände und wissen auch nicht, dass sie zusammen ausgesetzt werden. Das Flugzeugwrack sowie alles darin Befindliche darf genutzt werden. Mittels Funksprüchen auf Kassetten und einem toten Briefkasten gebe ich unregelmäßig Hinweise auf Fundorte von verstreuten Gepäckstücken im Gelände. Okay. Briefkasten, also, okay, ich meine, ne, macht Sinn. Also, ich finde das mit den Gepäckstücken geil, weil, nö, beim Flugzeugabsturz schon so die Possibility, dass was rausfliegt. Ich finde, die könnten es denen sagen oder wie viele, damit die nicht sinnlos suchen. Aber ich finde nach wie vor, wenn ich mir das jetzt gerade überlege, dass es keine coole Sache ist mit dem Briefkasten jetzt. Also ist die Frage, wie der funktioniert. Weil Briefkasten an sich, wenn die da Infos dann kriegen, wie der gerade meinte, wo Gepäckstücke sind, wird ja quasi auf jeden Fall zu irgendeinem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob direkt alle Infos drin liegen, die könntest du Stück für Stück rausholen. Oder ob es, keine Ahnung, in einem gewissen Tagesrhythmus, wenn die sehen, yo, Teilnehmer sind viel unterwegs oder keine Ahnung. Die haben ja immer GPS dabei, das heißt, die sehen ja, wo die rumlaufen. So, wenn die sehen, die haben noch nichts, waren noch nicht in der Gegend von dem Koffer, dass sie denen vielleicht dann so einen Hinweis geben. Ich finde es aber nicht gut, weil im Endeffekt so. Das hättest du ja auch nicht bei dem Szenario jetzt, dass hier auf einmal jemand sagt, wo die Koffer sind. Deswegen, und ich fände es auch ganz geil, weil so wird ja jemand gezielt einfach hinlaufen und die werden beschreiben, wo lang und zack. Also, außer die haben das vielleicht cool gemacht, ich habe ja keine Ahnung, wo die sind, ne? Aber hier links oder so, sage ich mal,
Hier sieht es einfach aus, ob das oben. Oh, wie das kracht. Oben auf so einem Plateau liegt. So. Was soll man da machen? Wo soll man das da verstecken? So, weißt du? Wenn das ein bisschen mehr Schnitzeljagd wäre. Oder vielleicht so ein. Oh Gott, wie hieß das früher? Das habe ich mit Mallorca gemacht. Hier, wo du so. Du hast so ein Navigiergerät. Und es zeigt dir in welche Richtung du laufen musst. Also so, ob du in die richtige Himmelsrichtung läufst. Wie heißt das? Irgendwas mit G oder so. Und dann findest du am Ende Geocache. Geocache, Junge, ich schwör's dir. Das wäre geil. Sowas wäre cool. Wenn es ungefähr zeigt, wohin. Und dann schlagen die sich da durch oder sehen, oh, hier ist schwierig und jetzt müssen wir da außen rum. So, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Briefkasten geil finde. Ich hätte es cool gefunden, glaube ich, wenn die ganzen Tage maybe das so selbst suchen gemusst hätten oder vielleicht so ein Geocache-Ding. Aber sonst, boah, bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie sie es ausspielt. Vielleicht ist es ja cool gemacht, ne? Diese sind optional, können aber hilfreiche Gegenstände beinhalten. Jeder Teilnehmer hat für den Notfall ein Medikit und einen Medikit? Ja, GPS-Tracker kennen wir ja. Code Green geschickt, der bestätigt, dass der Teilnehmer noch am Leben ist. Ein Code Yellow steht für einen Abbruch, ein Code Red für einen lebensbedrohlichen Notfall. Wer es bis zur Evakuierung schafft, ist Überlebender. Der Staffel 4 von Seven vs. Wild. Fragen? Wie weit kann man weggehen? Also hier jetzt? Oh, gute Frage. Ihr könnt euch austoben. Ihr könnt euch am Fluss bewegen, wie ihr wollt, in die Richtung bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt in die Wälder rein, in die Canyons, in die Wälder. Wir haben versucht, eine Location zu finden und das ist einmalig bisher, die sehr, sehr viele Möglichkeiten bringt, was den Platz angeht. Okay, ich will euch so wenig Zeit. Das ist geil, weil ich frei bewegen dürfen diesmal. Das war ja auch großes Manko letzte Staffel, ne? Nee, geh weg. Ansonsten möchte ich noch eine letzte Sache sagen. Alle Leute, die hier stehen, wurden nicht einfach so random zusammengewürfelt, sondern wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wen wir bei dieser vierten Staffel dabei haben wollen. Wir wollen natürlich eine bunte Mischung haben. Wir sind super froh, dass ihr alle zugesagt habt, dass ihr hier seid. Wir freuen uns darüber. Überschätzt euch nicht. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann könnt ihr nicht mehr. Das ist so. Ich wünsche euch super viel Spaß. Egal was es ist, ich bin jetzt schon stolz auf euch. Ich finde es geil, dass ihr hier seid. Ich bin ultra hyped. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich hoffe euch vielleicht auch. Und würde ich sagen, lass das Szenario beginnen. Danke dir. Viel Spaß. Vielleicht wird es die Erfahrung oder das Leben. Ja, das ist so ein. Ja, ich glaube auch. Das ist so ein Vibe wie. Kennt ihr das, wenn ihr Geburtstagsparty daheim gemacht habt? Und. Am Ende bleiben noch so 3-4 Leute, ein Stündchen länger, sag ich mal, als der Rest. Und aber irgendwann gehen die auch so nach Hause, weil es dann schon 1 Uhr oder so ist. Oder 2, keine Ahnung. Und dann steht ihr da und denkt so, boah, nice, so, was mache ich jetzt? war cool. Und ja, so ist es auch, der geht dann jetzt weg, die stehen dann da und so, ja, fangen wir mal an, ne? Eine gute, vielleicht eine schlechte, gell? Guten Tag. Stefan, was Danke. Besser draus? Das gibt ja nicht. Gott, ey. Ich scheiß Videosa. Schau, danke für die Hand. Geil. Oh, krass. Du hörst auf mir, ist auch für mich krass. Ich würde sagen, wir sind ready. Wir steigen in die Helis. Und ich hoffe, dass wir heute Abend von euch alle einen Code Green kriegen und morgen früh. Ah, zweimal am Tag, okay. Morgens und abends Code Green. Let's go. Okay. Ja, ja, okay, das wusste man aber, ja? Mit Smile und Dogs, ja, ja. Komplett Werbesendung. Das war klar. Okay, chill. Er hat einfach hier, Smile Dogs Shirt an, Smile Dogs Cap und Smile Dogs Jacke noch drunter. Geisteskrank. Wahrscheinlich ist die äußere Jacke sogar auch noch Smile Dogs, sage ich. Muss aber sagen, ich hatte 1-2 Klamotten für Kampfsporttraining. Von Smile Dogs mal geholt und die waren eigentlich stabil, also war gute Quali eigentlich, was ich hatte. Digga, ich bin für die Gruppengemeinschaft da. Wer kann ich? Ich hab die immer noch, aber. Das 14 Tage. Ja. Digga, hier geht keiner raus. Oh, die Knossi Gedächtnisrede. Haben wir ein Siegeschrei oder so? Ein Motivation? Ja. Ahu! Was? Hey, was haben die gerufen? Diesjährigen Teilnehmer. Joey Kelly. Der Show-Liebling der letzten Staffel. Erstmal ja, Energy geholt. Im vergangenen Jahr unverschuldet ausgeschieden, ist er bereit, sich der Herausforderung erneut zu stellen. Ja, finde ich cool, dass sie den nochmal dabei haben. Als Extremsport-Ikone hat er schon die härtesten Strapazen durchlebt. Das ist schon krass, ne? Auch wie der früher ausgesehen hat.
Mit seiner Erfahrung weiß er genau, wie man sich und andere mental stärkt. Junge, Turmspringen, weil der ganze Körper vollgeklebt mit Werbung. Oder die Gruppe zu seiner Kelly-Family machen. Ich glaube nicht. Let's Hugo. Er ist der Rising Star im Streaming-Universum. Als Minecraft-Enthusiast und Meme-Legende hat er das Herz der Online-Welt im Sturm erobert. Er bringt zwar keine Survival- und Outdoor-Skills mit, stattdessen aber jede Menge Gaming-Erfahrung und Entertainment. Wird er Seven vs. Wild im Single- oder im Multiplayer-Modus durchspielen? Also, zu Hugo, wie gesagt, ich bin voll neutral eigentlich gegenüber. Ich mag den aber, also ich gucke den nicht, weil ich weiß nicht. Mir gibt es immer so Vibes, ob das so ultra gestellt ist. Obviously werden viele Streamer und so Clips farmen, das ist ja klar. Aber ich weiß nicht, ich habe oft, wenn ich es bei Hungry Hugo oder sowas so Highlights sehe, habe ich immer das Gefühl, dass vieles so turbo gestellt ist. So. Das quält mir nicht. Deswegen, ja, gucke ich den nicht. Aber ich kenne obviously trotzdem. Flying Uwe, das Energiepaket aus Hamburg. Ich war damals in Oberhausen, auf dem sein Kampf gegen... Boah, scheiße, wie der Gegner hieß. Halt sein zweiter Kampf, wo er danach aufgehört hatte. Er kam von ganz unten und hat sich allein durch seine vielen unternehmerischen Leistungen und der Affinität zum Kampfsport einen Namen gemacht. Nun ist er bereit, seine physische und mentale Stärke bei Seven vs. Wild unter Beweis zu stellen. Hat er das Zeug zum Survival-CEO? Selfie Sandra. Mit ihrem unverwechselbaren Humor und einer Lache, die man nicht überhören kann, wird sie sofort zum Mittelpunkt jeder Runde. Die direkte und empathische Powerfrau hat sich mit ihrem erfolgreichen Podcast Dick und Doof an die Spitze. Ich habe wirklich noch nie irgendein Video von der gesehen oder ihr so. Ihr Hauptfortbewegungsmittel ist der E-Roller und die rechte Hand fest verwachsen mit dem Tabakerhitzer. Wie schlimm ohne. Junge, ich krieg gerade voll Flashbacks an Brücke nach Terabithia, ich habe keine Ahnung, ich habe das letzte Mal geguckt, wo ich kleines Kind war. Niemals hätte ich den Film nochmal freiwillig geguckt, sag euch, was es ist. Als Kind hat er eingebrochen. Oh, top. Also wirklich, wer als Kind, also ich frage mich bis heute, wer auf die Idee gekommen ist, Brücke nach Terabithia als Kinderfilm einzustufen. Also for real, Brücke nach Terabithia hat mich als Kind so gebrochen, ich war so traurig. Also wirklich geisteskrank. Boah, das hat mich wirklich geisteskrank auseinandergenommen, der Film. Ich will jetzt nichts dingsen oder so, ne, aber... Also übrigens, ich zeige das jetzt, ja, aber ich meine, also das ist wirklich null abwertend. Ich habe einfach straight dran gedacht, wegen der braunen Jacke, braun, alles braun und den Haaren, weil die ungefähr so passen. Also ich frage mich nicht, warum das in den Sinn gekommen ist. Also das ist wirklich no front. Ich darf das übrigens, ich bin auch selber kräftig. Ich schwör's dir, ich hab straight daran gedacht. Ist okay, pass auf. Okay, jetzt noch. Ich zeig das jetzt. Ich schwör's dir, warte, wie kann ich das kleiner machen? Ich schwör, Brücke nach Terabithia, das war auch so dunkelbraun irgendwie angezogen. Ich schwör, ich hab direkt an Brücke nach Terabithia gedacht, ne? Oh fuck, ihr seht das gar nicht, sehe ich gerade, warte mal. Ich schwöre. Wirklich. Also wie gesagt, no front, ne? Ich kenne die nicht. Aber ich habe irgendwie straight dran gedacht. Ich hätte das genauso im Kopf mit dunkle, braune Klamotten und so weiter. Und ja, Frisur passt ja auch eigentlich, ne? So von der Länge her. Guck mal hier, die hat sogar hier denselben Schwung im Haar. Crazy. Aber wirklich, Brücke nach Terabithia, Alter, das war wirklich ein Film. Also obviously wollten die eigentlich einem damit was Gutes so lehren, aber das war so radikal. Irgendwas, das kannst du nicht machen als Kind. Ich will mein Herz vergebrochen, wirklich, nach dem Film. Urbanen Luxus. Julia Beautics. Als Social-Media-Gigantin, Schauspielerin, Podcasterin und Gesangstalent ist sie eine wahre Entertainment-Koryphäe. Mit Lifestyle-Content und Challenges zaubert sie ihren Fans seit nun 11 Jahren ein Lächeln ins Gesicht. Sie gehört fest zum deutschen YouTube-Inventar und ist Hauptdarstellerin in mehreren Fernsehserien. Doch wird sie boah, in der das wusste ich gar nicht. Ihre Rolle finden? Ich wusste Let's Dance, aber das wusste ich nicht. Crazy. Joe Vogel.
Jäger, Angler, Journalist, okay, Abenteurer. Von den Zuschauern lange gewünscht und regelrecht gefordert, ist es endlich so. Leute, das sieht ja ganz anders aus. Der studierte Biologe, Buchautor und vor allem Survival-Experte leitete über 20 Jahre Überlebenskurse. Weltweite Expeditionen unter extremen Bedingungen. Ey, ich höre das so geil gemacht, Körper, ne? Körper und Geist. In seiner Videoserie Alles falsch kritisierte er jahrelang Ex-Teilnehmer von Seven Lol. Wird mit ihm jetzt alles richtig? Stefan Hinkelmann, aka Survival Deutschland. Wir fangen da an, wo andere aufhören. Dieses Motto trägt der Ex-Elite-Soldat Berg- und Profisport. Boah, der war Soldat auch, okay. Auch wenn er einen Körperfettanteil von unter 5% hat, dürfte das Thema Wärme für den Weltrekordhalter im Feuerbohren kein Weltrekord, das ist crazy. Seit über 10 Jahren teilt er unzählige Survival-Techniken mit seiner Community auf YouTube. Wird Survival Deutschland jetzt auch Survival Neuseeland? Okay, jetzt geht Ranking auch sehr weit oben. Ja, ist bestimmt gut, ey. Also wenn die alle zusammenarbeiten und so, ne? Eigentlich wäre das eine gute Voraussetzung, sage ich mal. Okay, können wir jetzt anfangen? Vor allem hat man, wenn die in der Gruppe bleiben, sehr viele Kameraperspektiven. Okay. Das ist auch eigentlich geil. Hier ist ein Flugzeug. Digga, es ist sehr viel Schrott und das wird schwierig. Ah, wie geil ist das denn? Guck mal, was ich gefunden habe. Ohrstöpsel, Digga. Schlafen. Lol. Okay, die haben so Sachen drin, oder was? Das ist eigentlich geil. Okay, das ist geil. Ich meine, das ist ja auch realistisch für einen Flugzeugabsturz, ne? Wenn, dass da normale Sachen drin sind und nicht alles raus ist. Oh, Junge. Alter. Er macht den Niklas on fire. Guck mal hier. Wir haben Kanister. Und, Digga, ich glaube, da ist Essen drin. Ey, Leute, okay, Kanister ist ein bisschen random, finde ich jetzt. Wir haben Medikit-Stuff, was du öffnen darfst, ohne rauszufliegen. Medikits. Wir müssen uns erstmal um Schlafen kümmern. Wir haben keine auch legit, Medikit, logischerweise drin. Ja, Digga, dass wir keine Schlafsäcke haben, ist crazy. Wir haben nichts zum drunterlegen. Guck mal hier. Ja, okay, aber guck mal. Wenn das Szenario Flugzeugabsturz ist, warum soll da auch ein Schlafsack drinnen liegen, so? Du hast nicht einfach basically Schlafsäcke in deinem Flugzeug, so, warum, also warum solltest du Schlafsäcke drin haben? Das finde ich jetzt eigentlich cool, dass keine drin liegen. Auf der anderen Seite wird es dann, glaube ich, echt knackig bis zum ersten Abend, wenn die das so kalt haben, dass es Schnee gibt, dass die warm haben. Die müssen eigentlich das Flugzeug, würde ich dann sagen, zubauen. Weil was willst du sonst machen? Du kannst ja nicht in einem Tag ein Shelter oder irgendwas bauen. Die müssen eigentlich Flugzeug gucken, dass sie das irgendwie ordentlich zubekommen. Und dann maybe ein Feuer irgendwie, ich habe keine Ahnung. Wenn der eine der Weltrekordhalter Feuer bohren ist, kann er ja vielleicht Feuer bohren. Und ja, die Frage ist, wo die ein Feuer dann hinmachen? Vors Flugzeug oder so? Damit das so, boah, ich weiß gar nicht, ist das gut, wenn die vors Flugzeug ein Feuer machen? Geht dann die Wärme nach innen oder bleibt die außen von dem Blech? Also ich glaube, wenn einmal die Wärme drin ist, bleibt es dann gut drin im Flugzeug so mäßig, aber... Boah, ich hab keine Ahnung. Taktische Lichter? Schau, ich hab ja eben gedacht, du hast einen Energieriegel, Alter. Was ist das hier? Taktisches Licht. Tactical Light. Ist das dann so ein Knicklicht? Das war mir so klar, ich wusste, wenn wir hier hinkommen, das ist richtig so loot-technisch, so richtig Battle Royale-Style hier, du. Er macht einfach Battle Royale draus. Ah, sehr geil. Was ist da drin? Ich weiß nicht, was drin ist. Damit kannst du Wetter so Shelter-mäßig was bauen oder so. Safe. Mit so einer Folie könnt ihr viel machen. Oh, er geht schon. Okay. Er macht sein eigenes Ding. Und so möge es beginnen! Okay. Ja, okay, aber wenn du Survival-Typ bist, sag ich mal, dann kannst du dich halt auch wahrscheinlich allein durchspringen, ne? Aber ich bin gespannt, wie er dann sein Shelter macht, wenn er jetzt wirklich geht. Aber der Rest bleibt anscheinend da, ne? Schon die Aufnahmen sind aber auch wirklich geil gemacht. Oh,
Oha, okay. Einmal Ohrstöpsel. Okay, was will man mit einem Ohrstöpsel machen? Kann man vielleicht... Oh mein Gott. Ohrstöpsel vielleicht als Zunder? Ist das giftig? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht, wenn du die auseinanderrufst, könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre Eimer Zunder. Wasserkanister ist gut, dann können die halt sich Wasser holen. Rettungsweste. Außer Rettungsweste irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung. Medikit. Easy, ne? Die ganzen Wohlbinden und Kram. Kannst du vielleicht auch irgendwie zum Zunder machen. Oder halt obviously einfach als Ding benutzen, Medikit. Splint. Ah, das war das mit der Folie. Das ist safe auch gut für Flugzeugabdecken. Knicklichter. Das ist wirklich gut, wenn die nachts unterwegs sind einfach. Weil das kannst du ja nicht wiederverwerten, so mäßig. Und leere Konservenflaschen. Auch unrealistisch, aber eigentlich, warum sollte man Leergut mitnehmen in dem Flugzeug? Aber ja, okay. Damit halt jeder immer Wasser dabei hat. Aber das finde ich eigentlich nicht gut, weil jeder muss sich sonst auch immer so gucken, wer Wasser, aus Wasser Wasser trinkt, so, ne? Irgendwie. Aber gut, vielleicht wollten die. Ich meine, vielleicht wollten die halt auch einfach, dass das nicht der Haupttagesaufwand aus Trinken schaffen, irgendwie sowas, besteht, sondern dass die halt auch wirklich irgendwas machen können, ne? Und Sonnenmilch ist auch random. Und da haben die wahrscheinlich Sonnenmilch rein, weil die Temperaturen krass werden können oder was? Also warm? Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn da jetzt Schnee liegt, also. Oder die tun es halt auch umgestalten, ne? Für ausschütten, I don't know, und dann auch als Flasche benutzen. Weil jetzt da nicht draus trinken würde. Aber jetzt tatsächlich, bevor wir jetzt anfangen, Selfies zu machen und so weiter und so fort, wir haben echt viel zu tun jetzt für heute Abend. Wir haben keine Schlafsäcke. Ja. Es wird super, super heikel gerade. Und ja, wir können mal im Flugzeug noch schauen, aber da dürften keine Schlafsäcke drin sein. Höchstens hinten irgendwo in der... Ha? Ich habe eine Frage. Würdest du sagen, es macht Sinn, wenn wir uns heute Nacht alle ins Flugzeug setzen? Das ist ja komplett offen, das hilft nichts. Also eine Wärmedecke habe ich schon mal gefunden. Ja, ja. Wir haben Sachen, um das alles abzudecken, so theoretisch. Ja, aber das ist jetzt was sonderlich hilft, würde ich nicht sagen. Wollen wir das nicht einmal so machen, dass wir echt jeden Winkel einmal hier absuchen, ja, auch von den Flügeln, die da rumlaufen? Vielleicht liegt da was drunter. Guck mal, da liegt ja schon eine Matte. Leute, wollen wir alles, was wir finden, hier reintun? Hier in den Mittelbereich. Was ist das für ein Koffer? Relativ einfach, wir brauchen unbedingt heute Feuer. Gar keine Frage. Feuer. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal für heute Nacht, würde ich sagen, einen Schutzbereich ums Flugzeug schaffen. Die Flügel so anstellen, dass wir einen Windschutz machen, weil hier ist komplett exponiert. Schauen wir mal, wie schwer die sind. Die dürften um die 100 Kilo wiegen oder vielleicht ein bisschen mehr. Dass wir die Flügel so anstellen, dass wir in der Mitte einen Schutzraum haben. Und dann müssen wir da Feuer machen. Das heißt, jemand schaut sich mal das Flugzeug an. Wir beide versuchen mal die Flügel zu bewegen, zusammen mit Joy. Okay. Und das wäre mal das Erste. Dann haben wir hier so ein bisschen Schutzraum geschaffen. Wir haben hier... der bleibt anscheinend mit der Gruppe, der das Survival tut. Das ist super kacke, ehrlich gesagt. Auch für die nächsten Tage müssen wir schauen, ob wir hier überhaupt bleiben. Und dann, wer Zeit hat, holt kleines Holz, kleines Material. Einfach mal her transportieren. Ob wir und wie wir Feuer hinbekommen, sehen wir dann. Ja. Okay. Im First Aid Kit mal schauen, ob da, wie gesagt, irgendwelche Chemikalien drin sind. Manchmal sind nichts, gar nichts. Nee, da ist eine Schere drin, eine Pinzette, ja. Die Kochsalzlösung und sonst Bandagen. Bandagen. Was ist das da? Das ist dieser Dingskoffer, wo das Funkgerät ist. Ah, okay, gut. Eine kurze Frage, wo ist Stefan? Stefan? Der macht gerade. Der ist abgedüst, der Mann. Nein, ich macht der auch, ne? Richtung da gegangen. Ja, ich glaube auch. Sah schon aus, ob der einfach abgedüst ist, ne? Ich denke, der ist da irgendwo Berg hoch, ja. Ja. Die Aussicht ist da Hammer, hä? Leute, ehrlich jetzt. Gut, wenn er Feuer bauen kann, macht Sinn, dass er da Richtung Hammer. Wald geht, ne? Geil. Oben ja noch Sonne. Schau mal, da mal hier. Und hier drüben ist noch ein schönerer Platz. Schau hier. Hier ist schon alles schattig. Da unten ist immer noch ein bisschen hell. Das heißt, diese Zunge, die da so rumgeht. Das sieht schon episch aus, muss man wirklich sagen, ne? Ist nicht schlecht, ist immer ein bisschen geschützter und wir haben direkt Holz. Wie viel Brennholz dabei ist, müssen wir mal schauen. Aber so per se, vom Gelände her,
gar nicht so scheiße. Schnell beim Wasser. Boah, ist schon scheiße, finde ich eigentlich, das Geländer. Ich als Laie, ne, ich kenne mich nicht aus. Aber so krumm und so ist immer kacke auch. Bei Camping, bei Rock am Ring, Junge. Ich habe das so gemerkt, dass der Boden krumm war. Wo sieht denn das so ausgeräumt aus? Hä? Wieso hingezimmert? Tring. Einfach hingezimmert. Okay. Da ist kein Schnee schon mal. Aber hier ist alles trocken. Ja, weil die Baumkronen durch den Schnee abgefangen haben, ne? Mal. Okay, ja, ist trotzdem hart gefroren, der Boden. Auf jeden ne? Fall mal einiges trockener. Das, was ich jetzt hier auf der Wiese die ganze Zeit gehabt habe. Da muss ich den anderen gleich Bescheid sagen, dass wir dann hier hoch verlegen. Also das ist um ein Vielfaches besser. Ja, das ist bestimmt auch gut, ne? Wenn der Boden schon mal nicht gefroren ist, das macht schon einen Unterschied, ne? Also nicht kein Schnee liegt so rum. Aber ich stelle mir den Boden auch scheiße hart vor, ne? Auch alles pitschnass. Ja. Das hat dann auch irgendein Fluss oder irgendwas in der Nähe, wie man hört. Und oh, natürlich, das Gute ist da natürlich, dass du das Holz nicht weit tragen musst. Morsch des Todes. Trotzdem, es ist hier jetzt immer noch wärmer durch den Wald. Hält sich das alles ein bisschen. Ist geil, ich sag den anderen Bescheid. Na okay, also will er doch nicht sein eigenes Ding machen, ja? Ich habe jetzt gedacht, der düst ab und macht da sein Survival-Ding. Weil das hätte ich bei ein paar Leuten gedacht, wie gesagt, dass die da für Content eben so ihr eigenes Ding machen. Ne? Haben, unterschätzen das komplett, das hier ist absoluter Horror. Muss ich ganz offen sagen, wenn wir jetzt nicht innerhalb von einer Stunde, innerhalb von zwei Stunden Feuer anbekommen und hier irgendwie einen Schutzraum aufgebaut bekommen, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Es ist hier um den Nullpunkt kalt. Ich habe schon Spuren gesehen oder Losung von Hirsch und möglicherweise Reh oder verwildertem Schaf. Das gibt es alles hier, werden wir aber nicht jagen können, wenn wir hier mit 7 Leuten sind. Wir sind ja auf einem Plateau komplett exponiert. Und jetzt müssen wir einfach mal versuchen, einen Schutzraum zu machen. Wir werden versuchen, die... Was will der jetzt machen? Der will die Flügel ans Flugzeug stellen? So wie so ein Dreieck dann, oder wie? Dass wir einen Schutzraum haben, dass wir ein bisschen Wind haben, vielleicht ein bisschen Reflexionsfläche oder vielleicht sogar ein Dach. Ganz offen gesagt, ein super, super übles Setting, wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind. Also sagen wir mal, so als wie wasserdichte Säcke abgelagert worden sind, wo dann Schlafsäcke drin sein oder sowas, dann wird es spannend. Es wird wirklich spannend. Alright, ich glaube, ich werde hier gottlos auf die Fresse fallen. Aber damit wir Wasser haben. Ja. Feuer wichtig, ja? Er geht runter zum Wasser Fluss, oder was? Deswegen gehe ich wieder. Ich höre das wirklich nicht mehr wundern, wenn der jetzt richtig abfatzt. Hier runter und hol mir meine Beute. Versteht ihr, was ich meine? Guck mal, Natur gibt mir sogar hier Treppe. Ich kann einfach die Treppe benutzen. So. Digga, das ist geil. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Alright. Okay, ich muss es eigentlich machen. Bestimmt ist von Sascha Huber. Ich schwör's dir. Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Ja, safe. Warte, klares. Nee, warte, für fuck, wie ging das? Klares, süßes. Ich weiß nicht mehr. Trinkwasser. Süßwasser, Süßwasser. Nein, das war so geil, Junge. Staffel 2, ich schwöre, ich konnte nicht mehr, ne? Das hab ich so zerlegt. Ich hab mir immer die Reactions angeguckt früher. Ich teste. Ist das Süßwasser oder Salzwasser? Macht gar keinen Sinn. Ja, okay, ja, mach das. Das ist perfektes. Ah ja, stimmt, perfektes. Klares. Frisches. Frisches. Fast durchsichtiges Süßwasser. Süßwasser. Aua. Ja, geil. Ich weiß, dass ich so rumfahre, weil sonst denken die, dass irgendwas ist. Alright, ich würde sagen, ich mache diesen Kanister. Mache ich sauber. Ich hoffe, es ist Süßwasser. Sonst habe ich alle vergiftet. Chillig. Also Retalk, ich bin in Österreich sehr oft unterwegs. Hö, warum das? Ja, denkt man jetzt nicht von mir, ich weiß. Wenn man unbehandeltes Flusswasser trinkt, können gefährliche Krankheitserreger wie Bakterien, Parasiten, schwere gesundheitliche Probleme wie Durchfallangriffe. Ja, okay, weiß man ja. Aber, Digga, da kann man auch vom Fluss trinken. Und wenn man ich glaube nicht, dass das irgendjemand behandelt, oder? Wasser kann man trinken. Müsste ja mindestens mal Feuer anhaben, ne? Jalla.
müssen die Feuer ankriegen, dann könnten die... Die haben Konserven. Dann könnten die maybe das kochen, ja. Abkochen. Ich scheiß mit deiner Hose, Alter. Hey, ich hab jetzt immer dieses Brücke nach Terabilia-Ding im Kopf, ne? Dass wir jetzt zwei Fliegen so anstellen, dass wir uns hier für die Nacht wenigstens reinkauen. Ja, ich schwör, wie die gerade atmen, ne? Ich schwör, das bin einfach ich, als ich in Griechenland in Zymi diese Treppen hoch bin. Warte mal, vielleicht finde ich das. Das, ich schwör, die ist einfach mein Spirit. Die ist einfach wirklich mein Spirit Animal, ne? Ich schwör's euch. Warte kurz. Hier, oh mein Gott, ich hab's gefunden. Ich sag euch, wie es ist. Wenn du hier hochläufst, weißt du, was du gemacht hast. Ist jetzt entscheidend. Hier nochmal hoch. Aber hier einfach, hier drunter. Ich schwör's dir, Junge. Niederschlag gibt's hoffentlich nicht. Es wird aber arschkalt. Wir sagen, wir brauchen Holz, Holz, Holz. Wir müssen das Holz irgendwie entzünden, müssen irgendwo an Feuer kommen. Aha. Da ist auf jeden Fall was abgefallen. Ich trag dir das alles hin, Joe. Okay, super. Ja, okay. Ja, ich glaube, der wird ein Dreieck machen. Geht noch mehr? Aber dann müssen wir gucken, wie die ins Dreieck reinkommen, weil wenn die die Flügel aneinander stellen, müssen die auch irgendwie da reinkommen. Noch ein bisschen, 1, 2 und 3. Aber Dreieck ist echt nicht gut, ne? Das wird dich wärmer machen wahrscheinlich, aber du hast schon mal Windschutz. Und wenn die dann Feuer ankriegen, wird die Wärme ein bisschen da drin gespeichert vielleicht. Aber wie wollt ihr das dran stellen, wo das umfällt? Ja. Von hier nochmal die Ecke bis nach da. Dann ein bisschen. Digga, wo ist denn Stefan? Schau mal, auf dem Rückweg zu den anderen. Wir sind hier. Schau mal diese Riesenhaufen an. Junge, was ist das denn? Junge, er fasst mit dem Finger dran. Junge. Krass. Hirsch, das ist ein Hirsch? Nö, ja, das sieht aus. Ich hab das keine Ahnung, Junge, wer hingekackt hat. Oh. Junge, das war so ein Haufen, was für Hirsch. Hi, und? Ja. So, hi. Guten Tag. Hast du kurz Energie getankt? Nein, ich bin erkunden gegangen und da oben ist sogar um die Ecke noch ein bisschen Sonne. Ja. Und da ist eine relativ gerade Fläche ohne hohem Gras, ja. Mit direkt Wald dran, mit Bergen von Holz, aber alles ziemlich nass und morsch. Guck mal hier, so, da ist nichts hin. Hier ist schon Wasser. Da könnt ihr kurz runterkommen. Ja, also wir müssen hier mal einen Haken quasi haben. Alter, richtig geil. Okay. Also ich jetzt alle voll unbeeindruckt. Nicht wegrennt. Und alles, was da drinnen ist, was offensichtlich wäre, wie so ein Schlafsack oder eine Isomatte oder so, die man so ja jetzt nicht gefunden hat, hilft uns jetzt, glaube ich, für den ersten Moment nicht weiter. Weil es ist einfach super kalt. Was haben wir denn da? Es ist einfach echt super kalt. Und wir haben ja ein gutes Potenzial, dass es windig werden kann. Und das sind wir hier sehr exponiert durch das Tal. Ja. Ja, also richtig festgeschaut hier. Okay, der war jetzt schon nicht so begeistert, dass da keiner zugehört hat, ne? Aber ich scheine mich jetzt auch anfangen. Wenn ich dir was erzähle, dann jeder einfach so. Oha, guckt euch das an. Forster ist runtergeladen. Guckt euch das an. Eine Axt. Ja. Okay, Axt. Junge! Junge, das ist einfach die Axt von The Forest, Junge. In Forest war die rot, aber das ist einfach die Axt. Junge, geil! Ich schwör's dir. Oh, da krieg ich direkt wieder die Vibes von Forest hier. Ich muss einfach mal im Stream, ich muss eigentlich im Stream auf Forest spielen mit ein, zwei Leuten, aber. Das war so geil früher. Maybe auch einfach das Neue, da irgendwann mal reingucken, vielleicht doch. Warum haben die alle keine Handschuhe an? Sind die geistkrank? Hältst du und ich gehe holen? Ich hole Holz. Erstens kalt, zweitens irgendwann wegen Stein. Holz holen, Busbau. Das ist das, was uns heute warm hält. Ey, ich kann es auch nicht glauben, dass wir hier sind. Ja, das wird so ein crazy Gefühl sein, wenn du da einfach
Strandes, sag ich mal, und dann bist du da einfach, denkst dir, so, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie vierte Tage durchkomme. Die Sache ist, das ist alles nasses Holz. Ey, ich weiß wirklich gerade nicht so richtig, wie ich mich fühlen soll, Leute. Es ist irgendwie total cool, weil es ganz anders ist, aber andererseits, Wie lange geht die erste Folge eigentlich? 1:13, okay. Ich habe gefühlt schon eine Stunde Reaction oder so. Wir haben keinen Feuerstahl, wir haben keine Schlafsäcke, also es ist arschkalt, es ist wirklich super, super kalt. Es ist geisteskrank. Ja, wir haben super viel Holz zumindest. Keine Ahnung, ob das gut brennbares Holz ist. Wir haben Wasser, das ist schon mal gut, aber es ist arschkalt. Wir haben hier, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenig Möglichkeiten, zu essen zu finden. Boah, -5 Grad nachts, okay. Sehr angespannt. Also wenn die keine Feuer hinkriegen, wenn die so abnibbeln. Stefan ist auch sehr angespannt. Das bedeutet, das ist wirklich eine ganz schön krasse Situation hier. Boah, da könnte ich mir vorstellen, dass viele rausfliegen, ne? Ohne Feuer bei -5 Grad nachts. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, die müssen sich ja, wenn die keine Schlafsäcke haben, die kriegen niemals schon ein gescheites Camping an einem Tag. So, die müssen sich eigentlich ins Flugzeug hocken und das dann zubauen, wenn die das alles raus haben, was drin liegt. Pinkeln. Jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, ich sammle jetzt Holz. Keine Zeit mehr mit euch zu reden, Leute, sorry. Man nimmt am besten dickeren. Ja, aber durch die kleinen. Aber wir haben ja kein Messer, bis jetzt gefunden, Doch, wir haben eine Art Axt gefunden. Wir haben eine Art Axt gefunden? Ich weiß nicht, ob es eine Axt ist oder was anderes, aber ich hab's nicht gesehen. Okay, aber das ist ja schon mal was. Aber guck mal, ich hänge mich einfach so dran und breche das ab, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Was denn? Dass es so leicht kaputt geht. Weil das heißt, es ist morsch. Es ging ein bisschen. Morsches Holz brennt nicht? Oder wie war das? Ey Leute, guck mal! Aber warum eigentlich? Oh, Geweih. Ist das ein Geweih? Sag mal. Digga, das ist ein Geweih. Hirschgeweih, ja. Ja, Digga, das können wir auf jeden Fall erstmal benutzen. Digga, ich hab einen Hirsch dabei gefunden. Junge, welches Falls, Tier ist Bär das? Kommt. Mammut? Ein Hirsch hat ein Hirschgeweih. Digga, Alter. Junge, und das in purer Natura. Oh, Scheiße, ist komplett morsch. Ja, ist so. Das ist wirklich komplett morsch. Fuck. Nochmal ein kleiner Reminder. Oh, Fritz. Wo ist die Absturzstelle überhaupt? Das Flugzeugwrack liegt auf der Südinsel von Neuseeland, in einem Tal mitten in den Bergen. Die Landschaft ist durchzogen von einem kleinen Gebirgsbach und hat sowohl große Waldgebiete als auch tundraartige Freiflächen. Es gibt eine artenreiche Tierwelt. Um diese zu dokumentieren, wurden von mir im Vorfeld Wildkameras angebracht. Darüber hinaus habe ich an verschiedenen Orten im Gelände Gepäckstücke platziert, die durch Zufall oder meine Funksprüche gefunden werden können. Das gesamte Gebiet umfasst mehrere hundert Quadratkilometer. Das ist schon krass. Warum gehen die nicht auf die linke Seite, wo kein Schnee ist? Ich check nicht. Und was ist da hinten drin? Schlafsäcke? Ich glaube, hier sind die Schlafsäcke. Ja, ja, echt? Dann haben wir Schlafsäcke. Oh, okay. Geil. Schlafsäcke! Alter, geil! Oh ja, Weicheier, Schlafsäcke, echt jetzt? Nee. Er ist abgefuckt. Joe hat schon Angst gehabt, dass die Hälfte schon ausscheidet hier, hat er schon gesagt. Also ohne Schlafsack? Ja. Er hätte schon richtig Wurfensausen hier. Genau. Nee, das sieht so unterschiedlich aus. Ja. Ich glaube nicht, das sind genug für alle. Okay. Der muss nicht von vorne reingekrabbelt, hä? Der muss damit zu der Luke. Da hinten auch noch viele. Ja. Wie machst du das alles mit deinen bloßen Händen? Ja. Digga, das ist krank. Oh, diese. Warum ziehen die alle keine Handschuhe an? Ich check es einfach nicht, hä? Geil. Das ist das eigentlich hier vor? So, wie viele Schlafsäcke haben wir? Vier. Ah, okay, da vorne kannst du auch nicht gescheit reinkrabbeln. Das ist zu wenig. Sehr fein, haben wir auch einen Biwaksack, Rettungsbiwaksack. Alter, wir haben aber für alle. Ja. So, wir haben auf jeden Fall welche, du musst aufteilen, wer was kriegt. Die Mädels kriegen die Karinth, ja, definitiv, das sind die wärmsten. Vorschlag von mir ist, dass wir hier erstmal einen Windschutz hinmachen. Wir besprochen, wir haben Schlafsäcke, genügend Schlafsäcke für alle. Wir haben für die Mädels warm genügende Schlafsäcke. Wir haben Matratzen zur Unterlage. Wir haben Folie, um die nassen Matratzen abzudecken, sodass wir einigermaßen schlafen können. Wir werden vermutlich keinen Niederschlag haben.
Junge, einfach nochmal, guckt euch das an, ne? Ich schwöre, ich finde das wirklich krass. Das Setting so, das also ich finde auch rein vom Setting her mit Staffel 2 am geilsten. Wobei ich das sogar noch geiler finde. Staffel 2 war mir an vielen Stellen einfach zu, mit dem Strand sah das zu idyllisch aus. Und ich glaube, das ist eigentlich das geilste Setting bis jetzt, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Findet ihr das am geilsten oder Staffel 2? Oder halt auch 3 oder 1, wie auch so. Wir können im Laufe der Tage die Drachflächen als Dach verwenden, die Seiten zubauen. USW, USW, okay. Nur mein Vorschlag wäre, statt jetzt ein Feuer zu machen, heute Abend, mit den Flares, wenn wir wirklich nur die beiden Flares haben und nichts mehr anderes finden, dass wir, weil wir das Feuer die nächsten Tage brauchen und dann eher mehr Zeit benötigen, um noch genügend Holz zu machen, um es zu erhalten, dass wir das dann machen, wenn wir eben wirklich auch Feuer brauchen. Und das also quasi heute erste Nacht haben wir es gar nicht so nötig. Ne? Heute erste Nacht nicht, nein, da müssen wir, also die erste Nacht müssen wir über, also müssen wir irgendwie durchhalten. Und da hätten wir jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Ohne die Schlafsäcke hätten wir die Nacht über, also 15 Stunden lang Hampelmann und Kniebeugen gemacht, damit wir nicht erfrieren. Und am nächsten Tag, wenn ein bisschen Sonne da ist, hätten wir nachgeschlafen. Und dann versucht eine Unterkunft zu bauen, aber jetzt haben wir die Schlafsäcke. Einige davon sind sehr, sehr dünn. Das heißt, da müssen wir auch schauen, wer mehr Kleidung anhat, wer mehr Isolation hat. Und dass wir das noch ein bisschen mit den Decken ausgleichen. Also, das heißt, damit sind wir soweit abgedeckt, dass wir über die Nacht kommen, ohne zu unterkühlen, ohne krank zu werden. Wir haben Trinkwasser unten und wir müssen jetzt Windschutz machen, weil wenn der Wind sich durchpfeift... Ja, macht auf jeden Fall, also gibt auf jeden Fall Ton an hier, ne? Also, Die Drachflecke stellen wir nachher auch noch so an, dass sie nicht umkippen kann. Schauen wir, dass wir vielleicht... Ich kann das gar nicht alles merken, was du sagst. ...in die Seitenwand reinmachen, dass es wirklich feststeht. Joey Kelly aber auch im Hintergrund entspannt mal die GoPro getestet. Ein Dreieck als Spitze zu machen. Hatte ich gedacht, genau. Vom Flugzeug von der anderen Seite rein quasi. Hatte ich eigentlich gedacht, man kann schon ein bisschen offen lassen, weil da kommt ja sowieso Wind von oben rein. Aber der Hauptwind wird einfach abgehalten. Okay, und dann... Machen wir in der Mitte das Feuer von diesem Dreieck und ja, legen uns alle drumherum. Wir werden dann später wahrscheinlich in der Mitte das Feuer machen, außer wir strukturieren das um. Jetzt geht es eben wirklich nur um die erste Nacht. 1:20 sind wir jetzt da, okay. Hugo, 14 Tage all in, ne? Digga, also ich glaube irgendwie, also ich will jetzt nicht jinxen. Ich glaube, keiner wird abbrechen, das wird eigentlich, also wird es gar nicht so schwer, glaube ich. Junge. Haha, ich weiß nicht. So ein Dulli. Ich sage mindestens 2 brechen ab. Allein wieder Kälte irgendwann. Ja, aber ich glaube, das passt. Ich glaube schon. Also, wen zählt ihr als Abbrechkandidat? Ich sag, Abbrechkandidat ist halt jetzt so Klischee, aber... Wobei ich sehe, boah, schwierig, ich kann diese Julia Beautics gar nicht einschätzen. Also ich sag Hugo und Selfie Sandra sehe ich als Abbrechkandidat. Ich glaube, die könnten gebrochen werden von der Kälte. Ich glaube, wenn die beide gehen, könnte ich mir eventuell vorstellen, dass Julia auch geht, weil sie sagt, jo, jetzt gehen die eh, damit ich nicht so die erste mäßig. Wobei ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Julia Beautics, dass die irgendwie... durchballern will. Also solange es bis wirklich gar nicht mehr geht, so. Ja. Und das ist schon eigentlich, also wenn dann die 3, sag ich mal, ich glaube, der Rest zieht wirklich einfach durch. Uns fehlt nichts. Doch. Ja, Feuer. Uns fehlt eine Menge. Was sonst? Feuer und? Essen? Essen. Hier ist weiter. Essen braucht man nicht. Ich mach einen Taste-Test. Ja. Vom Flusswasser. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist auf jeden Fall geil. Wir haben auf jeden Fall absolut genug Wasser. Das ist das Allerwichtigste. Wirklich, das, wovor ich am meisten Angst habe. Und Wärme, Leute, am Ende machen wir Gruppenkuscheln. Wir machen den Pinguin-Effekt. Ich hab viel Masse. Ich hab Wärme für euch alle. Sandra, ich bin wirklich gespannt, wie lange du diese Frequenz an Reden aufrechterhalten kannst. Meinst du, das klappt lange? Und wie war's? Digga, Wasser mit Erde. Ist okay. Ja, Wasser mit Erde. Aber schmeckt nach Natur. Schmeckt ja gut. Ja. Ich glaube, das ist gut. Der Flick sagt einfach was ganz anderes, Schwester. Das ist echt klar. Also ich habe echt gedacht, Wasser wird ein größeres Problem. Okay. Versuchen wir irgendwie nützlich zu machen jetzt. Ja, doch, es wird so ein Dreieck, ja. Okay. Der lässt aber ziemlich offen, ne? Ich weiß ja, was machen der, wenn der Wind jetzt von der Seite kommt, so mäßig.
Okay, das ist gut mit dem Abstützen. Wir. Echt wieder ohne Handschuhe, ich kann das nicht mehr, ne? Und machen uns ein richtig schönes Heusofa heute Nacht. Ein Heusofa. Dann schlafen wir wie in so einem Heuhotel. Du musst ja ordentlich abrupfen. Danach werde ich mir Kiste auseinandernehmen. Boah, ich würde danach auch so geisteskrank Futter. Ich wüsste gar nicht, was ich esse. Bier oh, mit. Mann, was halt hier in der Staffel ein bisschen. Boah, Pizza haben wir ja, wahrscheinlich Pizza. Man kann halt nicht oh, so Currywurst wäre auch geil. Finden, weil hier kein Müll ist. Weil Pizza wäre geil. Das ist scheiße. Also ist cool, wenn hier kein Müll ist. Aber Döner, Junge, Döner. Ich glaube, Bier mit Döner. Halt deine Fresse. Ah, Bären. Ich hab was zu essen. Was sind das für Beeren? Halt dein Maul. Alter, soll ich das essen? Junge, rein in den Dünches. Stefan gefragt, ob er denkt, dass hier irgendwas zu essen ist. Junge, jetzt ist hier was. Halt die Fresse. Digga, ich weiß nicht, ob ich das anfassen darf. Ich weiß gar nichts. Ich mach einfach. Was ist das? Ich frag sieht mal giftiger aus. Der kennt sich auch am besten aus. Mit so Beeren. Aber ja, ist das, vielleicht ist oder maybe sind das aber so Hagebutten einfach, ne? Ich habe keine Ahnung, was es da gibt halt. Neuseeland, wenn man überlegt, wie weit das weg ist. Ist einfach Australien okay. So mäßig. Ich präsentiere das jetzt so richtig geil. Digga, ich sprint hier hoch, Alter. Ja, Hagebutten sind noch weiter. Jawohl. Okay, Hagebutten, ja. Die Hagebutten? Die Bären oder was auch immer. Ja, das sind Rosenbären, Hagebutten. Kann man das essen? Das kann man essen, ja. Aber würde ich jetzt noch nicht essen. Sollten wir uns aufheben für dann, wenn wir es wirklich brauchen. Soll ich in der Flasche sammeln? Nee, lass uns dran hängen. Lass uns ach so, hängen. Stimmt, das ist smart. Ja. Aber kann man die essen? Weil ja, die kann man gar nicht zerplatzen. Warum soll man die zerplatzen? Das sind Hagebutten, nennen sich die. Das sind die Früchte von Rosen. Das ist eine Rose. Okay. Ich hätte eher gedacht, wir benutzen die Folie jetzt, um das Flugzeug zuzudecken. Aber ist gut, wenn die 200 dran chillen wollen. Ne? Teil 1 zum Sitzen für 2 im Zweifel 3 ist ja schon mal. Das ist top. Besser als nichts, ne? Fürs Erste. Es gibt 3. Guck mal, ja. Die Matratze. Ja. Das klappt. Das braucht nur Zeit, bis der Stahl nachgibt. Das ist. Aber pass auf, dass du dich nicht schneidest, das ist ein Quatsch. Weil das geht hier relativ schnell, ne? Deswegen, ich bewege mich langsam. Kein Bock, dich zu verlieren jetzt. Ja, ich will auch noch nicht gehen. Das wäre echt scheiße. Ich glaube, dass ich jetzt mit der Axt in den Finger hackt. Also. Okay. Oha, hä? Die Axt sieht doch so stumpf aus, ich schwör's dir. Hä? Krass, ich hätte nicht gedacht, dass du einfach so ein Blech oder so damit dingsen kannst. Hä? Was ist denn das? Krass. Aber ich meine, wenn du das siehst, so, dann kannst du dir vorstellen, wie so ein, bei so einem Flugzeugabsturz so das wirklich aussehen würde, so weißt du, wie ich meine? Das würde ja komplett zerreißen einfach dann, wenn es von so einer kleinen Axt so die ganze Bank abreißbar ist, weißt du, ich meine. Das ist schon krass eigentlich, so wenn ich das gerade sehe. Zerlegt uns hier. Kanter. Ja. Hast du noch Spaß? Ja klar. Der sieht schon wieder richtig gut dabei aus, der Mann. Alles gut? Ja klar, Joe. Ach, du filmst mich ja gerade. Ja, ich film dich. Hallo. Hallo. Grüße an Mama. So, das ist unser aktuelles Lager. Wir haben das hier ein bisschen mit Streu ausgelegt. Das ist die erste Matratze für heute Nacht. Dann haben wir hier vielleicht insgesamt eine.
Dann macht Joey die Maschine gerade diese Dinger hier ab. Ja. Aus dem Flugzeug. Das wären auf jeden Fall schon mal, könnten schon mal zwei drauf schlafen. Und da auch. Hätten wir sechs Stück. Sandra. Ja? Das ist für dich die Matratze, wenn ich das rauskriege. Nein, für uns alle. Nein, aber ich nehme die schon gerne, Joey. Erst kommen die Frauen. Und dann kommt der Rest. Und dann komme ich vielleicht. So. Okay, ich fülle jetzt Wasser auf. 1 Grad das Wasser, oder? Oh. Junge. Ey, ich bin einfach. Boah, groß, der Arme. Das Ding ist ja auch, wenn einmal die Finger oder die Füße kalt sind, ne? Dann ist es halt einfach kalt. Also, das kriegst du eigentlich nicht beim Warmen mit sowas, oder? Ohne Feuer? In so einem Szenario? Sterben werden wir heute nicht. Was machst du jetzt? Sehr kurz. Ich hab zu schnell gemacht. Ich muss Pause machen, ja, ne? Geil, Alter. Geil, ey. Hugo muss kurz chillen, sagt er. Ach, was ist das für ein geiles Projekt, ey. Wirklich. Julia Bibibiotics. Ich schwöre, das ist so anstrengend, da hochzulaufen, ne? Ja. Digga, das denkt man nicht, ne? Nee, man denkt das nicht, aber es ist so kalt. Das ist echt anstrengend alles. Boah, das könnte alle. Es wird härter, als wir dachten. Ja, glaube ich auch. Ja. Du machst das mit Zaubern, Julia. Danke. Du auch. Hey, Uwe! Uwe! Hey. Wasser? Aber das schmeckt auch noch ein bisschen nach diesem Mango-Zeug, was da drin war. Oder? Ne? Da ist noch so ein bisschen von dieser Mango-Pampe drin. Aber so wenig, dass es eklig ist. Digga, anstatt dass wir es einmal ausspülen, haben wir es ausgehabt. Ist es ausgespült? Okay. Ja, ja, aber. Junge Maschinen seid ihr. Bring nicht. Digga, ihr seid richtige, ihr seid richtig zwei deutsche Mercedes, Alter. So? Digga, weil ihr solche Maschinen seid. Mal die Melonenpampe. Hier gemacht. Digga, komm dann. Schmeckst du? Komplett, irgendwie lecker. Ja, ne? Aber irgendwie auch ekelhaft. Das hat gar keinen Geschmack, ja. Puh, ich habe auf jeden Fall ordentlich Drohnenaufnahmen vorher gemacht, ne? Bevor es losging dann. Was soll ich sagen? Digga, mal, ich check es jetzt. Jetzt kommt schon Tag 1 Retalk. Nein, aber Retalk, ich check jetzt erst, wie schnell ich immer alles machen will. Bro, ich bin. Ich weiß echt nicht, wie lange wir schon ausgesetzt sind. Ich tipp mal auf so. 2-3 Stunden, ne? Ich tippe mal auf so 3 Stunden oder so. 3 Stunden erst, in meinem Kopf 7. Ich muss chillen. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen faul, aber das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, okay? Deswegen chill ich hier kurz. Ich trinke mein Wässerchen und ich muss erstmal. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Oh boy. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Bei dem Mann kicken die Haarlos schon nach 3 Stunden rein. So, ich helfe jetzt wieder mit. Ich habe realisiert, dass ich hier bin. Und jetzt wird weitergeholfen. Ja, so lange rumsitzen eigentlich scheiße, ne? Also jeder kennt das ja im Winter, wenn du vielleicht in der Bushalte irgendwann mal gehockt hast, Bahnhof, wie auch immer. So, wenn du erst was sitzt, dann wird es so kalt, deswegen eigentlich bewegen wie ich der Gamechanger. Einfach so sagen, so nee, dann gibt es eben kein Feuer oder dann gibt es halt nichts. Mir ist schon bewusst, dass es wohl darauf hinauslaufen wird. So. Aber dass man dann wenigstens für die kommenden Tage schon einen besseren Plan hat. Weil aktuell haben wir uns ja sehr auf das Flugzeug hier beschränkt, was völlig in Ordnung ist, macht ja Sinn, ne? Erstmal alles geil vorbereiten
und dann Stück für Stück besser werden. Ja, auch keine Handschuhe an, ey, das triggert. Ja, das Ding ist dicht genug. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die anderen auch noch ein bisschen abpolstern. Weil wir haben hier eine Matte. Da kann einer zumindest drauf schlafen. Hier haben wir eine, aber die braucht unten noch Isolation zusätzlich. Okay, also willst du also, jetzt alles einfach hier alles ausbreiten. Okay, da würde ich vorschlagen. Nee, dort kommt die Feuerstelle hin. Ja. Also hier wirklich so dicht machen wie möglich. Dann. Also alles, was ihr an Grünzeug finden könnt, ausbreiten. So, wichtig ist, dass heute noch keiner nasse Kleider bekommt. Ja. Dann müssen wir morgen halt wirklich so viel Holz wie möglich herholen. Aber was richtig gut wäre, ist, wir können drei pennen. Ja. Hier einfach eine Plane. Boah, drei ist aber sportlich, wenn da die Frauen rein sollten. Ne? Ja. Selvi Sandra, die braucht halt auch einfach, muss man so sagen, ein bisschen Platz. Julia Putix, aber wer sollte da noch nebeneinander so? Da müssen wir halt auf Folgendes achten. Es kann sein, dass es tatsächlich mehr Ressourcen benötigt, als wir dann für alle brauchen. Da müssen wir eben schauen. Weil wenn wir hier vielleicht mit Grünzeug zumachen können, dann ja. Also, so fängt's an. Habe ich mir eben meine selber gebaute Klinge gerade gefasst. Aber finde ich eine gute Idee. Also gerade die Mädels, die müssen jetzt geschützt werden. Aber warum müssen die Mädels geschützt werden? So, hä? Die frieren doch, also check's dann, die frieren doch genauso wie die Männer auch. Also ich wüsste jetzt nicht, warum eine Frau weniger durchhält in der Kälte als ein Mann. So, wenn es jetzt rein um die Kälte geht. Was macht der Kollege schon wieder? Was machst du da? Ich bin am Ackern. So ein Hänger. Das ist eine Schere. Nee, ne? Aber mach guck mal, so kleine, öfter ja. Reis. So. Dann kriegst du schon mal so cool. Junge, der hat jetzt nicht ernsthaft dieses Gras mit so einer, was ist das überhaupt, mit so einer Minischere da durchgeschnitten, oder? Das ist nicht dem sein Ernst. Ich kann das alles nicht mehr. Ich glaube, der Mann war wirklich schon in der Natur oder Freiheit. Was hat er für eine Kinder gehabt? Und es gibt teilweise Flecken, guck mal hier, wo das ganz leicht abgeht. Weißt du? Warum benutzen wir eigentlich nicht so Tannen? Weil diese Tanne, das ist eine optische Täuschung, wenn du davor stehst, die Tanne ist ganz unten in der Schlucht. Oh. Ja. Aber da? Hä? Da ist er. Jetzt bin ich auf die Geschichten gespannt. Ich auch. Was das ihr macht? Ja. Feuer entfachen, Holz? Du hast geile Spots gefunden. Fischen vielleicht. Ich muss das mal genauer anschauen. Ja. Also ich bin jetzt einfach von ganz hier unten über den Wald außen hoch bis ganz da hoch. Quasi. Das ist schon mal gut, auf jeden Fall die Umgebung zu kennen. Danke. So, unsere Hauptaufgabe liegt heute eigentlich darin, dass wir uns hier so gut wie möglich vor der Nacht schützen oder vor der Nachtkälte. Und die eigentliche Schwierigkeit ist, dass wir einerseits alles nass und gefroren haben, das heißt, wir müssen Isolation gegen den Boden schaffen. Und andererseits müssen wir ein bisschen Windschutz machen. Und jetzt haben wir zumindest Matratzen rausgeholt, dass wir auf der Schulterzone, auf der großen Schulterzone ein bisschen isolieren können. Wir haben ein bisschen Gras drunter und zusammen mit den Schlafsäcken sollte es mehr schlecht als recht funktionieren, über die Nacht zu kommen. Die wird trotzdem sehr, sehr frisch werden. Also safe, ich würde so, Alter. Ich glaube, die Nächte finde ich auch wirklich so schlimm. Eigentlich müssen die nachts wach bleiben und tagsüber pennen. Aber tagsüber pennen ist auch kacke eigentlich. Hier kondensiert und friert es gerade auf unseren Sachen. Ja, also es wird frisch. Also es bildet sich gerade raureif auf den Schlafsäcken. Aber Schlafsack ist schon mal ein Gamechanger. Wobei man so ein Schlaf, ich finde, also für jemanden, der noch nie campen war oder vielleicht mal als Kind, nur, und das schon wieder vergessen hat, man unterschätzt, überschätzt einen Schlafsack so krass. Ich war bei Rock am Ring dieses Jahr und ihr könnt es euch vorstellen, ne? Da waren tagsüber, keine Ahnung, 25 Grad, der Sonnenbrand, alles.
sogar so ein Stich, Junge. Und nachts war es, keine Ahnung, irgendwas zwischen 0 und 5 Grad. Und ich hatte einen Schlafsack. Und ich habe in der, die ersten zwei Nächte ging's. Und dritte Nacht, ich habe so gefroren. Alter, ich war geistkrank. Trotz Schlafsack, lange Klamotten. Ich habe da drin gelegen und so gezittert. Es war wirklich geistkrank halt, ne? Deswegen, boah, also so ein Schlafsack, wenn das ist nicht, keine Ahnung, was für ein 200-Euro-Schlafsack ist oder so. So ein basically normaler Schlafsack, die werden jetzt bestimmt nicht die krassesten reingehauen, ne? Oh, also, du frierst halt trotzdem, ja? Man merkt, es ist jetzt sehr cool. Mit Feuer. Feuer werden wir heute auch nicht machen, weil wir wollen die Fackel nicht verschwenden. Ja. Unser Gras pflücken nimmt langsam Form an. True, Leuchtfackel ist eigentlich eine gute Idee, um Feuer zu machen, ja. Geht halt nur einmal. Wir bauen hier quasi unsere Isomatte. Unten kommt das Gras hin. Und drüber packen wir das hin, was wir so im Flieger alles auseinandergebaut haben. Was Kelly und Joe hier rausgerissen haben. Guck mal hier, sieht das schon nach was aus hier. Da müssen wir überall noch Folie drauf machen, weil das alles gut ist. Hammer wäre echt nochmal ein Dach, ey. Da brauchen wir ja. Ja, heute noch nicht. Wie ist bei dir so energiemäßig? Digga, bei mir, ich glaube nicht wegen, also körperlich ja, ein bisschen, aber ich, Digga, Jetlag ist bei mir tot, Alter. Ja. Dann geh mal Jetlag-mäßig einmal kurz vom Polster runter, dann kannst du mal rausschneiden. Also, ja. Ich würde, es sitzt die ganze Zeit nur, oder? Jedes Mal, wenn ich den irgendwo sehe, chillt der gerade. Wir haben noch die zwei Decken hier. Ja. Aber ich glaube, die braucht der hier. Ja, schon sehr verpeilt, sag ich mal. Super schlecht. Der ist so mega schlecht. Okay. Aber es ist nur einer richtig scheiße. Oh, Vollmond. Vollmond. Da sind ein paar richtig scheiße. Ich gucke kurz meine Perspektive, wie unser Zuhause aussieht. Hier, die zwei Flügel haben wir als Windschutz. Das haben die schon gut gemacht, finde ich. Das ist eigentlich auch eine actually geile Idee da jetzt mit den Sitzpolstern, ne? Kopf und so, der ist schon mal dann nicht auf dem gefrorenen Boden. Ein bisschen angenehmer auch für den Nacken und alles. Aber vorne liegt es halt trotzdem einfach, ne? So. Verteilen oder was sagt ihr? Ja, dieses Sofa ist nur Luxus. Also ja, das eigentlich. Ja? Besprechen wir, wenn alle da sind. Ja, das so halt. Also ich verzichte drauf. Ja, weil wir müssen da unten noch abholen. Ehre. Also da muss so viel wie möglich jetzt auch oben drauf. Ja, wir machen da. Also oben drauf auch mal krass. Ja. Hier oben drauf? Ja, wo ist Stefan? Also da wo noch. Da Stefan? Das Gras in dem Beutel, ne? Wollen wir das rausnehmen und verteilen lieber? Dann haben wir noch mehr, weißt du, wir brauchen noch viel mehr. Dann mindestens das Dreifache. Ja, deswegen wollen wir das aus dem Beutel nehmen. Na klar. Ja, verteilt sich halt. Der Mann ist am Ende mit seinen Nerven schon. Alles, was er macht, wird nicht angenommen oder verändert wieder. Aber stimmt schon, was er gemeint hat im Endeffekt, ne? So sollen die halt weiter sammeln und das da verteilen, so im Endeffekt. Gutes Teamwork, alles. Aber ich verstehe nicht. Das ist im Endeffekt nur ein Sitzkassen, Kissen, das Ding, oder halt Platz für eine Person, so, deswegen. Eigentlich auch gut, wenn sie das auch benutzen. Für dann liegen alle in einer Reihe, maybe. Auch vielleicht gut für Körperwärme, ne? So, oh, eine Brille, ich hab noch nie mit Brille gesehen. Wir wollen ja alle Gras sammeln. Also nicht Gras hier, ne? Ihr checkt. Oh mein Gott, ey. Guckt euch das an. Alles mittlerweile gefroren und Arsch und Digga, ich dachte, die Staffel wird so pussymäßig. Digga, ich hab zu meiner Mutter gesagt, ja, keine Sorge, wird Pussy-Staffel. Digga, leck Eier, das ist die härteste Scheiß-Staffel, die es gibt, Alter. Das ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt es ist. Bruder, ich bin hier mit, ich hab ein neuer Trikot an, ein 10 Euro dünnes T-Shirt. Thermounterwäsche, Wollpulli und Jacke. Und es ist trotzdem scheiße kalt. Ja, okay, neuer Trikot und T-Shirt ist jetzt. Ja, was soll man machen, ja? Gibt es hier noch was, wo man helfen kann oder so? Nee, jetzt ist eigentlich nur noch, dass man sich irgendwie beschäftigt und sagen, so lange wie möglich wach bleibt. Also die Schlafsäcke sollten wir mal hinlegen. So, wir müssen auch bei den Schlafsäcken Folgendes überlegen. Es sind Kinderschlafsäcke dabei.
Also, wir müssen ein bisschen abklären, wer wo reinpasst. Was gesetzt ist, die Carinthia bekommen die Mädels. Dann haben wir ein paar andere. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen für Joey, wo er reinpasst und Roller noch zumachen kann. Und ja, müssen wir. Kinderfasser wäre schnell geklärt, ja. Das hast du jetzt gesagt. Nein, überhaupt nicht. Ja, es hilft ja nichts, wenn man den Schlafsack nicht zubekommt, das meine ich. Und diejenigen mit den dünneren Schlafsäcken kriegen zusätzlich Decken noch drüber. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass man so nah wie möglich schläft. Also da muss ich aber nochmal sagen, warum, also das geht mir nicht rein. Also nicht wegen Gleichberechtigung oder sonst irgendwas, aber warum? Also das sind ja alles einfach Teilnehmer an der Dingens. Und ob es diese Julia Beauty ist ja die kleinste, würde ich sagen, von der Runde, oder? Vielleicht mit diesem Stefan, das sieht auch wirklich klein aus. Und Selfies haben, aber die braucht natürlich kein Kinderschlaf, weil die halt kräftiger ist. Aber Julia Beautix, alles zusammen, wahrscheinlich die schmächtigste mit maybe Hugo und dann Stefan. So, warum will der den Stefan so als erst reinhauen? Wie viele Kinderschlaf? Hat er ein oder zwei Kinderschlafsäcke? So, eigentlich müsste die Julia Beautix sein. Klar, es ist kalt. So, aber im Endeffekt, die breitesten sind eigentlich Uwe und, oder nee, eigentlich Joey Kelly würde ich sagen, und Xavier sagt, eigentlich müssen die in den Fetten rein, so, weißt du, wie ich meine? Und wenn man Kinderschlafsäcke hat, muss man halt die reinpacken, die eigentlich am ehesten reinpassen, finde ich, oder? Ich meine, wie gesagt, Frauen, so, das ist ja natürlich ehrenhaft, dass sie die so mäßig schützen wollen, aber im Endeffekt frieren die genauso wie auch wir, so, weißt du, wie ich meine? Also, ist egal, ob man Mann oder Frau ist, so, wenn es minus 5 Grad hat, dann frierst du ja eben, so. Deswegen, ich finde, eigentlich müsste Julia Beautix da rein. Und ja, eigentlich Hugo, maybe. Keine Ahnung. Ich glaube, das sind die schlanksten, oder? Oder ist ja, ich weiß nicht. Wenn die jetzt gerade nebeneinander stehen, sieht der eigentlich schon fast einen Kopf größer aus. Maybe auch doch Stefan, I don't know. Aber trotzdem, wenn die anderen, oder wenn die nur einen haben für die Julia Beautix, die ist die safety schmalste. Deswegen, ich weiß nicht, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, warum die da so die krassesten bekommen sollten. Deutlich warm zu halten, also. Oder die haben halt Angst, dass die am ehesten abbrechen oder so, ne? Und wollen deswegen denen die guten Schlafsäcke geben. Boah, muss aber auch geistig aufpassen, wenn er das so Holz, Blech gehackt hat, dass sich da keiner dran schneidet, wenn die da drin chillen, ne? Alles ab. Da die Klappe aufgemacht. Da können zwei Leute drin pennen. Mhm. Ist zwar eng, aber es geht. Es geht. Es geht auf jeden Fall. Da ist eine Klappe. Und hier können auch zwei, drei Leute drin pennen. Wir wären jeden Tag ein bisschen schlanker. Nach 14 Tagen können wir wahrscheinlich alle in eine Reihe pennen. Wie die Orgelpfeife. Das kriegen wir auf jeden Fall dicht. 100%. Ah. Müssen wir was auffüllen mit irgendwelchen Material, aber das kriegen wir auch locker hin. Boah, ist trotzdem schwierig, da drin ist ja trotzdem eiskalt. Solange die das Ding nicht abdecken, ist ja alles offen. Boah, um 18 Uhr minus 2 Grad, das ist geistkrank. Es ist kalt wie Sau. Joe ist jetzt scouten gegangen. Ich gehe jetzt auch scouten. Weil es ist erstmal gerade mal 18 Uhr und es ist schon kacke dunkel. Wir sind alle auf Jetlag. Und das bringt halt alles nichts. Wenn wir uns jetzt schlafen legen, dann sind wir um 9 Uhr wieder wach. Ja! So, ich mach den Scouter. Ja, Scouter, macht, also erstmal krass, wie schnell es dunkel wird. Aber es macht doch einfach Sinn, wirklich, ne? Wirklich nachts so lange wie es geht rumzulaufen. Oh, dass der erstens warm ist und. Da geht die Sonne um. Ja, wenn du nachts aufwachst, ist dann auch scheiße. Deswegen will ich auch lange wach bleiben und dann später pennen. Krass, alles morsch. Okay. Uwe ist jetzt also da, wo der Stefan gemeint hat, ist cooler Lagerplatz. Wenn ich mal Regengeschütz war. Oh, nix. Oh.
Nehme ich ja vor, da kommt jetzt einfach irgendwo irgendeiner angelatscht oder irgendein Vieh, Alter. Ich würde so in die Hose scheißen. Nicht, dass ich mich verlaufe. Wie ist das überhaupt mit Neuseeland? Gibt es da auch so gefährliche Tiere wie in Australien? Das habe ich auch gar nicht im Schirm. Irgendwie ist es viel wärmer als da unten. Hier ist von der Stimmung her, also von der Temperatur, viel geiler, weil hier so die Bäume dicht einander sind irgendwie. Und irgendwie ist hier ein bisschen gemütlicher. Stell dir mal vor, hier kommt einer so mit so einer Maske einfach mal raus jetzt. Keiner war dasselbe gedacht. Ja. Aber hier ist viel, jetzt habe ich hier so schön im Wald alleine, nachts dann noch, keine Ahnung, am anderen Ende der Welt, damit ich mir so denke, oh, grünes Licht. Viel besser. Nachts unterwegs zu sein und zu suchen ist, dass man tatsächlich Störungen unmittelbar sieht. Also hier ist vor ganz, ganz kurzer Zeit ist hier was durchgelaufen. Das ist ganz frisch. Das heißt, wir haben hier wirklich Spuren und es gibt einige nachtaktive Tiere hier. Warum ist grün so krass, hä? Possums verwenden ähnlich wie Füchse immer wieder dieselben Spuren. Also die treten immer, nehmen immer den gleichen Weg und deshalb lassen die sich relativ einfach auch fangen mit Schlingen. Und man erkennt auch Kratzspuren. Jetzt habt ihr da irgendwas jagen können. So Reviermarkierung. Und mit ein bisschen Glück sieht man die sogar in den Bäumen hängen. Ja, selbst wenn du eine Bäume siehst, was willst du machen? Das springt das runter und ist weg oder rüber oder I don't know. Die sind ja niemals so schnell wie so ein Viech. Und dann müsst ihr alle zusammen versuchen, so ein Viech zu fangen, keine Ahnung. Aber das dann genauso zu packen, dass du es festhältst. Das ist so, dass es schon nicht festgefroren ist. Und hier schlägst du hier. Das hat ja bestimmt auch so ein bisschen spitze Krallen oder irgendwas. An den Fluss runter und hier ist er relativ breit und. Oh, hat er den Briefkasten gefunden. Kurze Erklärung. Joe hat den Briefkasten entdeckt. Dieser spielt eine besondere Rolle in Staffel 4 und hat zwei wesentliche Funktionen. Erstens können die Teilnehmer hier ihre vollen Speicherkarten und defekte Technik abgeben. Zweitens werde ich im Laufe der Zeit in diesem Briefkasten Funksprüche platzieren. Diese geben Hinweise auf in der Region befindliche Gepäckstücke, die im Szenario beim Flugzeugabsturz verstreut wurden. Das finde ich, wie gesagt, nicht gut. Drauf. Hier ist alles voll mit Hirschen, also man sieht überall die Hirschspuren. Mal gucken, wie es gemacht ist. Und das ist unser Prüfung, da ist jetzt auch Funkspruch Nummer 1. Ah, okay. Boah, ist schon ein Stück weg, ne? Wenn ich mir so angucke, das läppert sich schon hier so. Das, hier ist diese Stelle, wo der immer hochgeht, glaube ich, oder? Der ist ja schon immer ein Stück auch hingelaufen. Und dann müssten die hier runter und dann bis hier hin. Hat das bestimmt so, ich sag mal, hin und zurück, so eine Dreiviertelstunde, oder? Das läppert sich, glaube ich, schon. Ich denke schon, dass das. Gerade je länger das geht, desto weniger Energie hast du dann auch mit der Zeit. Das glaube ich schon ein Stückchen. Ey, sieht das gruselig aus? Echt? Das sieht todesgruselig aus, oder? Ey, Zeit, dreh mal die Kamera. Ah ja. Oh mein Gott, stimmt, wir können ja auch Selfie Julia. Machen. Ja. Hey, ist das verrückt? Wir sehen todescreepy aus. Ey Leute, wenn wir euch so nachts begegnen würden. Ne? Oh, Sandra sieht jetzt aber auch nicht mehr so begeistert aus gerade. Ich sag, ne? Ihr würdet schreiend wegrennen. Ich würde auf jeden Fall schreiend wegrennen. Na? Auch Fazit der ersten 4 Stunden. Das Fazit der ersten 4 Stunden ist, wir waren alle sehr fleißig. Mhm. Wir haben viele tolle Pläne gemacht. Mhm. Ja, wir haben sie teilweise auch geil. Umgesetzt bekommen. Mhm. Kurz in der Zeit. Teilweise, was haben wir nicht gut umgesetzt bekommen? Feuer. Das ist eher mangelnde Ressourcen, nicht unserer Fähigkeiten geschuldet, sondern alles, was wir an herausrupfbarem Gras gefunden haben, haben wir hier großflächig verteilt. Mhm.
Das Board großflächig ist hier eher das Problem. Kompakter wäre natürlich ein bisschen wärmer, aber dann haben wir halt keinen Platz. Ja, so. Sind halt immer noch 7 Leute, das ne? Sind halt einfach immer noch 7 Leute. Und dementsprechend haben wir das für jetzt aktuell leider das Maximale rausgeholt. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach die Dinge da harren, die da kommen und morgen auf Besseres hoffen. Ich denke, ja, die haben schon das Beste gemacht. Morgen definitiv besser, weil wir mehr Zeit haben. Uns muss überlegen, die hatten vielleicht 3-4 Stunden Zeit, jetzt bis es dunkel wurde. Wir werden nochmal ausdiskutieren, so, wo wir genau unser Quartier beziehen, ob wir tatsächlich hier bleiben wollen oder ob wir umziehen oder irgendwie ein Mittelding, wie auch immer. Wir werden das morgen nochmal prüfen. Heute heißt es einfach original krass durchhalten. Es gibt jetzt hier keinen Plan B. Es gibt wirklich keinen Plan B mehr. Mhm. Entweder bewegen oder frieren. Okay. Ja. Und vielen Dank für dieses Interview. Ja, gern geschehen. Ich bin raus. Tschüss. Joey, einfach abgebrochen, Zeit Mann. Für ein kleines Interview. Ja. Wie geht's dir? Ganz gut. Ja? Ja. Du bist noch motiviert? Ja, definitiv. Oh, der Wetter war eigentlich doch noch fit, ja. Für die nächsten Tage, schaffen wir das? Ja. Das Wetter war sehr, sehr hart. Ja? Also es wird der härteste Seven vs. Wild Staffel, die bis jetzt gab. Meinst du? Definitiv. 100%. Aber du bist trotzdem gewillt, die 14 Tage durchzuhalten. Das ist mein Ziel auf jeden Fall, ja. Die Kälte ist natürlich fies, ne? Mhm. Jetzt stell mal vor, es würde jetzt auch noch schneien. Tut's ja aber noch nicht. Genau, oder es würde regnen. Tut's ja aber noch nicht. Oh, Junge, dieser soll einfach Schneefall geben, oh, ja, Junge, die Armen. Frage. Scheiße. Wenn es schneit, wenn es so kalt ist wie jetzt, was es kracht und pfeift aus allen Löchern, sag ich. Ich würde versuchen zu bleiben. Ey, wenn es schneit, das käme aber dann. Dann geht das Feuer aus, wahrscheinlich ist alles nass. Wenn die dann bis dahin das Flugzeug nicht abgedeckt haben, ist innen drin auch nass und dann ist Game Over. Also wirklich nur, wenn du kurz vor Abkratzen stehst? Ich glaube schon, also... Aber man prägt die auch, wenn die aufgeben wollen, hä? In den letzten 25 Jahren, weil alle, sag ich mal, Geschichten nicht gemacht habe, habe ich die alle zu Ende gebracht. Also es wäre kein guter Anfang, wenn ich jetzt hier... abbrechen würde. Das wäre nicht gut. So, ich bin aus meiner kleinen Expedition zurück. Was macht Hugo? Ne, das sitzt schon wieder einfach. Pet. Wenn es regnet, wenn es schneit. Ja. Was machst du da? So halb, ne? Eingefroren? Ja. Komm los, dich bewegen, das bringt nichts, Digga. Ja, ich bin auch todmüde, Digga. Ja, ich weiß, sind wir hier alle. Hugo ist komplett am Arsch. Der ist weg. Bist du schon im Bruch, würdest du sagen? Ich finde, der hat ein Gebiss, dieser Uwe, ne? Das ist geistkrank. Tiefpunkt. Oh, so sieht ein Tiefpunkt aus. Aus wie eine richtige Kerre. Nein, ich könnte das niemals. Ich würde das so bereuen. Ja, same. Oh, okay, Digga, ich bin auch nicht einen Tag hier hingereist und dann. Ja, ey, das war ja fast zwei Tage Reise. Ey, Hugo, kannst du mal rücken? Hä? Kannst du rücken? Rücken, will ich auch reinhocken? Ja, beweg dich mal ein bisschen, glaub mir, das ist gut. Ich hab auch Hunger, also. Wenn ich mal jetzt 5 Minuten Pause, dann gehe ich auch einmal hoch und einmal runter. Und so wird mein Abend sein. Digga, habt ihr auch so einen Handygriff? Was? Dass ihr euch ans Handy greift? Also ich hab jetzt. Oh, Junge, das kenne ich. Echt? Das fühle ich. Alter, heftig. Das hatte ich auch bei was hatte ich das? Als wir Gas gezupft haben, wollte ich hatte das schon ein paar Mal, aber das ist echt krass. Das war so, ich hatte einen Red Bull Griff. Digga, er sagt, hier ist kalt. Ich schwöre, dir ist viel wärmer. Echt? Ja. Okay. Also, an unserer Stelle hätte ich das direkt zugebaut. Ja, das hätte ich auch zu Anfang gemacht. Ne? Das ist schon schwärmer, weil der jetzt die ganze drauf gesessen hat. Vorne oben alles zumachen. Aber es war noch zu klein, dann musstest du erstmal stundenlang alles ausbauen. Aber ist doch scheißegal, Alter. Einmal alles rum. Digga, ganz ehrlich, hier ist es allein schon viel wärmer, wenn du dich so hinlegst. Mhm. Digga. Beste Leben. Oder hier so seitlich und da noch einmal. Okay. Mit Schlafsack hier so rein. Ja, also da passen nie mit dem alle rein. Selbst wenn du da vorne wirklich zwei Leute reinquetschst.
da maybe noch einen nebendran und vielleicht vorne ran quer. Ich sag max 5 Personen in dem Ding. In der Kälte hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich auch nicht. Ich bin müde geworden. Meinst du, ich kann immer so kurz ein Powernap machen? Ein Powernap. So, auf korrekt. Aber eigentlich ist es auch dumm, weil dann bist du vielleicht wirklich nicht müde und kannst nicht pennen oder so. Ich denke, wenn, dann musst du direkt einpennen. Irgendwie zieht das hier überall durch. Wir sollen in alle 7 reinpassen. Krass, ich werde nicht pennen. Ich realisiere das gerade, dass ich am Arsch bin. Dass ich einfach am Arsch bin. Oh, der kracht gerade. Der Mann wird verrückt, sage ich. Die Realisation ist echt. Ich gehe hier gerade hoch. Das glitzert einfach. Wie sind die anderen hier hochgekommen? Guck mal da. Da sind die anderen. Da. Da. Seht ihr das? Perfekt. Was ist das? Ich sehe einfach einen grünen Punkt. Er antwortet nicht. Kuku! Okay, es ist Joe. Er hat irgendwas gesagt, ich habe es nicht verstanden. Also Classic Joe-Moment. Spaß natürlich, ne? Hast du irgendwas gefunden? Den Briefkasten. Echt? Ja. Ist der so stimmt, weit die weg? Wissen das noch gar nicht. Halt deine Fresse. Ja. Oha. Junge. Junge, das Ding ist, ich frage mich bei so, weil du sprichst immer, wir wissen ja, das gemeint ist, das ist so, wie nennt man das überhaupt, das ist sarkastisch, ich habe keine Ahnung, alles so Umgangssprache schon geworden, so bei vielen, aber so als erwachsener Mann, der gar nichts mit Streaming so zu tun hat, er hat wahrscheinlich gerade wie ich gedacht, der sagt sie ihm halt die Fresse oder so. Da war eine Kassette drin, oh mein Gott, geil, Content, oh. Jo, okay, chill. Ja, da sind die. Habt ihr uns was mitgebracht? Was denn? Eine Kassette! Ah, Funkspruch! Aber im Schreit der Seele, hätte doch einfach sagen können, wenn die dann unten sind. Junge. 2 Minuten später sind die unten. Ja. Das hätte doch auch gereicht. Wahrscheinlich waren die. Die denken alle direkt, oh, irgendwas ist kaputt. Der für uns gefunden hat, der Funkspruch. Ja, komm her, lass anhören! Kassette? Joe. War beim Briefkasten oder was? Ja. Ich hoffe, da ist jetzt eine Videobotschaft, wie zum Beispiel: Digga, ein Feuerzeug ist da und da. Bruder, und dann würde ich mich selber anzünden, also. Distanz. Junge Sandra! Naja, ihr könntet, ich schwöre, ich würde so lange brennen für euch. Hol mal den Kassettenrekorder, den Rekorder. Muss ich hier irgendwo sein? Welchen Rekord? Der ist da drin, oder? Das schaust du nochmal. Ah, okay, da war also der Kassettenrekorder drin. Ja, aber. So das, Draht? Ja, das können wir aber schon noch verwenden. Also danach okay. Sind sie nicht leer. Also werden wir es verwenden dürfen, das Funkgerät? Ja, hat uns keiner gesagt. Aber das richtige Seite? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, ich bin nervös. So durch, ne? Ja. Oh mein Gott, Leute. Funkspruch 1. Ah, Junge, das hätte ich jetzt gern gewusst, Alter. Junge, was hat der Mann vor Augen? Junge, der guckt mir direkt in die Seele, der Mann. Ja, schon geil. Also, ich sag ehrlich, das ist sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht, wirklich. Also, hat sehr Bock gemacht, zuzugucken. War sehr spannend. Ist natürlich noch nicht viel in dem Sinn passiert. Ja, haben sich erstmal gesammelt, alles geguckt, was haben die Sachen drin im Flugzeug. Und wie ist die Umgebung? Ist klar so. Und trotzdem ist es sehr interessant. Ich bin sehr gespannt jetzt auf Folge 2. Wie es jetzt weitergeht, wenn die da erstmal jetzt, die haben sich ihren Plan gemacht.
Ich denke, die werden das Flugzeug jetzt weiter ausbauen. Ja, und dann mal gucken, ob der Stefan dann sagt, er will da hoch, ob er alleine hochgeht, wenn die anderen nicht mitkommen. Wird sehr interessant, glaube ich. Deswegen schaltet doch gerne wieder ein das nächste Mal. Ansonsten kann ich jetzt nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, das erste Stückchen von Sam vs. Wild. Die erste Folge, die erste Reaction. Wenn ihr Bock habt, wieder in eine Reaction von mir reinzugucken, guckt da mal wieder rein. Ich werde es immer pünktlich hochladen, direkt, wenn die, wenn wir dürfen, ist ja 24 Stunden danach, ne? Deswegen, guckt gerne rein. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß.